Hallo, mein Name ist Dominik Körten und an dieser Stelle berichte ich über die spannende Welt der Schmierstoffentwicklung für Windkraftanlagen. Wir am Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg prüfen Schmierstoffe hinsichtlich ihrer Affinität zur Bildung von Wälzlagerschäden. Die Windenergie ist ein stetig wachsender Markt und leistet einen wichtigen Beitrag zur CO2-Neutralität Deutschlands. Leider gibt es immer noch große Herausforderungen bezüglich der Anlagenzuverlässigkeit. Circa 76% aller auftretenden Schäden in Windkraftanlagen sind Lagerschäden. Dies führt zum Ausfall der Anlagen, oftmals verbunden mit hohen Kosten und langen Ausfallzeiten. Besonders kritisch sind wasserstoffinduzierte Schäden wie Wide-Edging Cracks, kurz WEC genannt. Diese führen bei Wälzlagern oft nach kurzer Einsatzdauer zum Ausfall. WEC-Rissnetzwerke entstehen unterhalb der Lagerlaufbahn im Bereich der höchsten mechanischen Vergleichsspannung. Sie sind oft weit verzweigt und besitzen an den Rissflanken die charakteristischen weißen Gefügebereiche, die sogenannten Wide-Edging Areas. Der Wasserstoff entsteht durch eine katalytische Oberflächenreaktion zwischen Lagerstahl und Schmierstoff. Die Grafik zeigt einen geschmierten Kontakt in einem Wälzlager. Infolge der Schmierstoffdegradation entsteht Wasserstoff, welcher auf der Metalloberfläche anlagert und schließlich in die Mikrostruktur diffundiert. Die Degradation von Schmierstoffen kann zusätzlich durch Verunreinigungen wie beispielsweise Wasser erleichtert werden. Elektrische Felder und damit verbundene Stromdurchgänge durch die Wälzlager begünstigen ebenfalls Schmierstoffzersetzungen und die Entstehung von Schädigungen. Am Fraunhofer IBM wurde eine Prüfmethode entwickelt, um Schmierstoffe hinsichtlich ihrer Affinität zur Bildung von wasserstoffinduzierten Schädigungen zu untersuchen. Dabei werden in einem eigens hierfür entwickelten Wälzlagerprüfstand axiale Zylinderrollenlager mit unterschiedlichen Schmierstoffen geprüft. Der Prüfaufbau ermöglicht eine sehr schnelle Demontage der Prüflager nach dem Versuch. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Zylinderrollen der Wälzlager einer Wasserstoffanalyse zu unterziehen und den im Versuch entstandenen Wasserstoff zu quantifizieren. Zusätzliche Schmierstoff- und Oberflächenanalysen der Wälzlager geben Auskunft über Schmierstoffveränderungen, die mit einer Wasserstofffreisetzung in Verbindung stehen. Schadensanalysen der Wälzlager zeigen mögliche Veränderungen der Mikrostruktur infolge der Versuchsdurchführung, wie beispielsweise die Bildung von WECs. Die Kombination dieser Versuchs- und Analysemethoden ermöglicht eine Quantifizierung des Risikos von Schmierstoffen hinsichtlich der Bildung von wasserstoffinduzierten Schädigungen. Im Rahmen des Verbundprojekts Windpower Life konnte gezeigt werden, wie mit Hilfe dieser Methode Schmierstoffe für Windkraftanlagen entwickelt werden können. Das Projekt hat gezeigt, dass neuartige Schmierstoffe mit ionischen Flüssigkeiten in der Lage sind, die Lebensdauer von Wälzlagern in Windkraftanlagen deutlich zu verbessern. Zusätzlich kann durch den Einsatz Reibung und Verschleiß in den Komponenten gesenkt werden. Dies verringert die Wartungskosten und spart gleichzeitig noch Energie. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wasserstoffversprödung von Wälzlagern in Windkraftanlagen ein Problem darstellt. Es werden dringend Lösungsansätze zur Vermeidung benötigt. Ionische Flüssigkeiten als Additive für Schmierstoffe in Windkraftanlagen können helfen, das Problem zu vermeiden und erhöhen die Lebensdauer der Anlagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.